herzlich willkommen zu einem neuen Short Review Review Spezial mit Pickups. Was gibt's Neues in meiner Sammlung? Was habe ich mir neu zugelegt? All das beantworte ich jetzt. Fange ich an mit ein paar Spielen. Beziehungsweise mit meiner neuen 3-Fragezeichen-CD, die 3-Fragezeichen und die Schweigende Grotte, Folge 210. 3-Fragezeichen geht immer. Ein Must-Have, wenn man in den 80ern aufgewachsen ist. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Anfänge waren mit den ersten Hörspielfolgen, wo wirklich noch 30, 40 existiert oder 30. Eigentlich schon wesentlich weniger. Ich bin ja Jahrgang 74. Da hat man dann so die ersten Folgen wirklich gehört, aber auch noch nicht bewusst gesammelt. Also ich habe mit 10, doch, da habe ich schon meine Sammlung von 30 Kassetten gehabt. Es waren ja mehr Kassetten, CDs ist ja so eine moderne Sache dagegen. Auf jeden Fall ein Must-Have für mich, meine Kindheit, die neue 3-Fragezeichen. Es gab ein paar neue Computerspiele. MMM, auch ein beliebtes Wort in diesen spontanen Videos. Final Fantasy VII, das Remake auf der PlayStation 5. Ein wunderbares Upgrade, grafisch. Und für mich war das das Spiel des Jahres im letzten Jahr. Also ich habe kein besseres Spiel gespielt. Es war so viel Murks in meinen Augen dabei. Aber das war mein Spiel des Jahres. Die Yuffie-Episode, also der Charakter Yuffie, ist exklusiv in so einem DLC dabei gewesen. Hat mich tierisch begeistert. Ich war völlig gefesselt von dieser Geschichte und das beste Remake überhaupt momentan. Ich freue mich schon, wenn diese Geschichte weiter fortgeführt wird. Ja, kommen wir jetzt zu Transformers. Ein Spiel für die Wii, Transformers Mission auf Cybertron. Das ist eine Ergänzung zu War of Cybertron, der erste von den High Moon Studios. Die Geschichte, die hier erzählt wird, ist parallel. Es ist aber, weil es für die Wii ist, mehr wie so ein Shooter. Es ist also ein Shooter-Spiel. Wirklich großartig, macht Spaß. Schön im, schönes Transformers-Feeling. Bisschen schade finde ich, dass man nicht im Menü auf die englische Sprache wechseln kann. Man muss die Konsole umstellen. Dann hat man die englische Sprache, weil die deutsche ist okay. Aber ich bin mit den englischen Sprechern aufgewachsen. Ich habe die Transformers G1 wirklich im Original nur gehört oder geguckt, die Folgen. Und ich bin mit Peter Coolen, der Stimme von Optimus Prime, aufgewachsen und die brauche ich einfach. Und da kann auch der beste Synchronsprecher nichts machen. William Defoes Synchronstimme, Rainer Schöne ist, glaube ich, Optimus Prime jetzt in den Movies, macht einen wunderbaren Job, liebe ihn auch als Sprecher. Aber Peter Coolen als Optimus Prime ist für mich ein Muss. Ich muss das Ding in Englisch gucken. Wahnsinn. Wie gesagt, dieses Spiel ergänzt gut die großartigen War of Cybertron und Fall of Cybertron, also der Kampf von der Kampf um Cybertron auf Deutsch und der Untergang von Cybertron. Großartige Games. Und ja, Must-Have für mich in meiner Gamesammlung. Es geht natürlich auch mit Figuren und so weiter. Noch nicht. Ich bringe erstmal was anderes und zwar ein Comic. Und natürlich auch Transformers. Dieses wunderbare Sammelband. Oder dieser wunderbare Sammelband, man kann sich schon versprechen, hier ein schönes Artwork hinten, umfasst, man kann so sagen, die ersten Hefte, ich sag mal, was sind das? Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die ersten 6 Hefte oder so aus der regulären Reihe, die um 1990 erschienen ist. Es ist sozusagen eine Wiederverwertung. Man sieht, wie die Seiten auch leicht abgeschnitten sind. Also es sind wirklich die alten Hefte, Cover entfernt, oben und ein bisschen gekürzt und wieder neu verkauft. Für mich jetzt ein reines Sammlerstück, weil die Hefte einzeln habe ich. Aber das ist so gut in Schuss und ich finde es sogar klasse. Hier sind sogar, kann man sehen, die Sticker noch drin. Wunderbar, ein tolles Sammlerstück und einfach klasse in der Sammlung. So, jetzt geht's weiter und ich gehe weiter mit Figuren. Fange ich an. Das musste auch sein. Star Wars, The Child, Baby Yoda, Grogu. Ja, in dieser wunderbaren Edition mit seiner Schlafkammer, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ich finde es einfach klasse. Vor allen Dingen ist dieses Design so, ich bin auch mit diesen Star Wars Sachen aufgewachsen. Für mich war das wirklich die Kindheit. Und jetzt Mandalorian-Figuren, gerade die Hauptfiguren, die muss ich haben, in dieser Art. Und ja, werden natürlich auch so wunderbar aufgestellt. Machen nur Spaß einfach. Ja, weiter geht's. Was hat mich dann noch erreicht? Ach, kommen wir mal vom aufs Große, Mann.
ist Transformers und doch nicht Megatron. Das ist ein Third-Party-Megatron. Großartiges Artwork. Also kein lizenzierter Megatron, ist aber sehr gut inszeniert oder beziehungsweise in Szene gesetzt. Die Figur, ich habe sie schon bereits rausgenommen. Sieht echt klasse aus. Es fehlen natürlich die Logos. Wunderbar, hier hinten mit seinem Rohr. Mit seinem Rohr, ja. Und seiner Armkanone, wunderbar. So wie er im Cartoon war, das ist ja die Kunst der neuen Figuren, dass man sehr viel detaillierter ist und auch wesentlich mehr am G.G.-Bond Cartoon, das was eben halt alles beeinflusst hat. Dieses, ja, Knockoff, oder der Knockoff ist es nicht. Es ist ein Third Party, ein eigenes Produkt. Also es gibt es ja nicht von Hasbro in dieser Art, sonst das wäre ja Knockoff. Aber das ist eben halt ein Third Party, welche die das natürlich nicht mit der Lizenz rausbringen, aber großartig gemacht. Man kann Gesichter wechseln, hier kann man sehen noch die anderen Kanonen. Teile ranpacken, dass man die wirkliche Pistole, die Walter-Pistole hat. Wunderbar finde ich auch Elemente aus dem Cartoon wiederzufinden, wie der kleine Blaster, wie der Morgenstern, der kultige. Wir haben den Schlüssel von Vector Sigma, verschiedene Gesichter noch, also und der Helm aus Heavy Metal War, wo er sich die Fähigkeiten seiner anderen Decepticons holt. Einfach ein großartiges Teil. Und es macht Spaß, einfach den sich hinzustellen. Hier zeige ich ihn nochmal. Echt toll. So muss er aussehen. Also, das ist ein Megatron, wie er mir gefällt. Ja, weiter geht's mit... machen wir doch nochmal weiter mit Transformers. Ich habe einen Grimlock bekommen. Und zwar einen blauen Grimlock. Blau? Ja, blau. Das ist Transformers Grimlock G2. Die kamen ja anders koloriert raus. Das Erkennungszeichen ganz toll zu sehen hier vorne. Das neue Autobot-Logo, das für G2. Aber wenn man hier genau guckt, der Aufkleber ist natürlich der klassische. Das heißt, man hat die klassischen Sticker-Sheets benutzt dafür und ja, nur dieses neue Logo drauf gedruckt. In G2 ist er nicht nur in dieser Farbe rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es länderspezifisch war, soweit habe ich mich jetzt gerade noch nicht reingefuchst. Da es gab ihn ebenfalls in Grau und er kam auch in einer türkisen Farbe. Grau, ich habe hier nochmal mein Original, das ist mein Original G1 von 1985 oder 86. Der ist auch einfach großartig und ich muss jetzt gerade gucken. Sein Rubbellogo hat er hier unten da auf dem Bein. Das hat natürlich, oder natürlich, das hat leider, sieht man ja hier an dem Bein, wo es nicht. Dafür ist dieses gedruckte G2-Logo. Das ist auch der Unterschied, selbst wenn der grau ist, daran erkennt ihr dann, dass der graue auch dann ein G2-Grimlock war. Ich finde, das Plastik ist so ein ganz kleiner Unterschied zu dem hier, zum Original. Es fühlt sich ein bisschen verändert an, ist aber auch logisch. Zwischen diesem hier in der Produktion liegen fast 5 Jahre. Und da ändert sich einiges, Materialien ändern sich, Entscheidungen, Produktionsstätten, darf man nicht vergessen. Viele Transformers sind ja nicht an der gleichen Produktionsstätte entstanden, auch wenn die vielleicht die gleichen Kartons haben. Das wechselte, denn die wurden manchmal nur produziert, dann wurden sie ins Land geschickt, zum Beispiel nach Italien, wo sie ja nicht unbedingt produziert wurden, in China wurden sie produziert oder Macau. Sind dann hingeschickt worden nach Italien, dann sind da die Gig draus geworden. Bisschen was Eigenes vielleicht dort produziert in Stickern und so, aber manchmal wurde viel kombiniert und das ist ja auch bei denen hier teilweise dann der Fall. Und lasst euch nicht täuschen, auch wenn manchmal China draufsteht, ist es nicht um den China, also die Angaben stimmen nicht immer. Und ich fange an, hier auch mal eine Sache zu erwähnen, was viele vergessen. Hier steht dann irgendwo, es ist sehr klein, das kann man auf der Kamera schlecht sehen. Vielleicht blende ich davon auch ein Foto ein. Es ist ja immer ein Logo drauf, wo steht Hasbro Takara 1900 oder 86, 87. Das ist nicht unbedingt das Produktionsjahr, was dann drauf steht. Das ist oft das Lizenzjahr. Es gab diese Diskussion immer mal, ist das die Produktion von so und so? Das stimmt, wie gesagt, nicht immer. Mit den Ländern haben sie sich auch schon vertan. Manchmal wurde es einfach draufgeschrieben. Aber diese
Jahresangabe ist oft die Lizenzzeit, also das Lizenzdatum. Gutes Beispiel ist übrigens auch die Real Ghostbusters. Die haben, da steht dann teilweise Columbia Pictures 1984. Das ist das Lizenzjahr des Kinofilms, wegen den Namen der Hauptcharaktere. Aufgrund dessen ist da diese Änderung entstanden. Die Figuren kamen ja, glaube ich, 2 Jahre später eigentlich dann erst als Real Ghostbusters raus. Aber das nur mal also am Rande. Hier ein wunderbarer G2. Ja, G2 Grimlock musste einfach sein. Auch wenn die Farbe anders ist. Klasse. Im G2-Bereich sind nur Slag und Snarl noch erschienen. Es sollten die anderen folgen, kamen aber nicht. Das ist aber auch nochmal ein Thema, was ich in einem anderen Video verbraten kann. Nein, will ich nicht verbraten. Ich will da nochmal vielleicht ein anderes Video von machen. Die Figur habe ich über Kleinanzeigen bekommen. Sehr, sehr günstig. War ein echter Zufallskauf. Leider nicht komplett. Ein Schwert habe ich, aber die Pistole, die fehlt mir noch. Den habe ich komplett. Die Armkanone, die Dinobots kamen alle mit so einer Armkanone, die dann hier an der Seite reingepackt wurde. Die gibt es bei den G2 nicht. Die sind dort weggelassen worden. So, dann können wir hier rüberstellen. Kommt ja noch mehr. Na, soll ich stehen bleiben. Oh Mann. Anlehnen. Das ist ja immer Vorbereitung. So, ich habe noch ein paar kleine Figürchen. Ich habe die hier in so einem Karton, damit man sie auch sehen kann. Ich habe ein paar Battle Beasts bekommen. So, einmal diesen hier. Die Namen habe ich noch nicht drauf, aber es folgen. So, ich zeige dir mal ein bisschen besser. So. Es folgen natürlich so, ich will mal aus dem Gesicht, mein Gesicht nicht unbedingt zeigen, dann sind die Figuren ein bisschen deutlicher zu sehen. Da folgen nochmal jeweils eigene oder einzelne Präsentationen der Battle Beasts. 4 Stück habe ich bekommen oder günstig erworben. Damit habe ich dann einige weitere aus der Sammlung. So, hier auch eine Schlange, auch echt cool. Jeder dieser Battle Beasts wird nochmal einzeln in einem Mini-Video vorgestellt. Ich habe ja schon einige auf meinem Kanal gesehen, wo ich die einzelnen Figuren vorgestellt habe. Ich verlinke einfach mal beispielsweise in diesem Moment eine dieser kleinen Reviews. Und jede Figur wird ihren eigenen bekommen. Es gibt 28 Figuren aus der ersten Linie. Davon habe ich fast, ich glaube, 9. 10. Figur habe ich auch noch, aber da fehlt mir noch die Waffe. Die sind alle komplett. Das ist... ja, das ist für mich das Beste eigentlich. Jetzt, ich sammle die sporadisch, und es gibt sich so, wenn ich ihn finde. Und es macht Spaß, weil das ist wirklich auch die Kindheit und die sind ja auch mit dem Transformers-Universum verbunden. So, dann habe ich noch eine kleine weitere Transformers-Figur bekommen. Auch schwer zu finden, einen Decoy und von Sludge, dem Dinobot. Auch wunderbar, echt klasse, eine echt tolle Figur. Auch sehr alt, sind schwer zu finden. Nicht jeder hat sie mehr, weil sie so ein bisschen übersehen werden. Interessant ist, dass ja auch die Decoys, wie sie so genannt werden, inzwischen von der Firma Super 7 lizenziert wurden. Die haben auch schon neue Figuren rausgebracht. Man muss natürlich dann aufpassen, wenn man Decoys sucht, da kann man die finden, beziehungsweise auch die neuen. Aber das hat damit nichts zu tun. Ich habe 4 Decoys in meiner Sammlung, 5. Einen ist in der verpackt gewesen. Ich habe ein Video über die Decoys gemacht. Auch hier, auch dieses verlinke ich jetzt in diesem Moment. So, dann habe ich eine meiner Lieblingsfiguren bekommen. Aus der Titans Return Reihe. Sea Spray. Ich wollte ihn unbedingt in der Box haben. Sea Spray gehört mir zu den allerersten Transformers Figuren, die ich je gekauft habe, 1985. Noch in der MB-Version, wird auch nochmal separat irgendwann vorgestellt, aber ich musste einfach diese Figur haben. Er sieht so genial aus, so klassisch eben halt. Da kann man auch schon mal einige sehen. Wunderbar, der musste einfach in die Sammlung. Den brauchte ich. Neben Beachcomber und Powerglide sind das so meine ersten Figuren. Twinfist und Topspin waren es auch, aber das ist echt ein begeisterndes Wort, was man immer wieder gerne verwendet. Twinfist und Topspin gibt es auch neue Versionen, habe ich noch nicht von Titans Return. Werde ich mir wahrscheinlich auch noch mal so gelegentlich kaufen. Ich bin ja echt sehr, sehr spät dran mit den ganzen Combiner Wars Serie von der Titans Return. Ich bin ja, habe das ja beobachtet am Anfang, ich gebe ehrlich zu, habe dann so, na, manche gefallen mir, manche nicht. Aber das Fieber war noch nicht wieder erfacht. Oder entfacht.
Und das ist jetzt wieder da, natürlich, was man sich entsprechend leisten kann. Man muss natürlich auch so ein bisschen sehen und ich will auch nicht jede Figur, ich will die, die ich eine Verbindung für mich zu G1 begeben, die ich mit meiner Erinnerung richtig gut verknüpfen kann, wo ich sage, das ist einfach eine geile Figur, die mich fesselt und packt und wirklich mich die Kindheit zurückholen lässt. Klar, mein Hauptaugenmerk wird weiterhin richtig G1 bleiben oder auch G2, wenn mir die gefallen. Die Battle Beasts sind auch immer noch so mein Hauptaugenmerk, aber ihr seht, es gibt so viele interessante Figuren, da muss man einfach manchmal zugreifen und ja, muss einfach sein. So, dann habe ich ein paar Sachen noch erreicht, also ich habe ein paar neue Figuren und zwar habe ich mir diesen gekauft. Whopper aus der Kingdom-Reihe. Wie ich sagte, ich habe sehr spät angefangen, Kingdom habe ich erst am meisten gesammelt. Oder angefangen wirklich mir welche Figuren zu kaufen, weil ich die wirklich G1-artig. Ich finde hier ein wunderbares Artwork, absolut klasse. Der Panzer, das ist ja einer der Mini-Autobots gewesen damals. Absolut klasse, wie der jetzt aussieht, so richtig akkurat. Was mir aber nicht gefallen hat, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, diese habe ich von Amazon bekommen und ja, seht euch das an. Hier kaputt im Arsch. Hinten, weiß nicht, ob man das sehen kann, eingedellt. Immer beschädigt. Das war eindeutig ein auch dieser Aufkleber. Ich glaube, es ist eindeutig eine zweite Wahl gewesen. Ja, aber ich hatte Glück. Es gab einen Fehler im System. Deswegen musste ich mich nicht beschweren. Ich konnte ihn behalten. Habe ihn aber nochmal neu gekriegt. Und hier ist er jetzt in einem Top-Zustand. Hier kann man es nochmal sehen. Das coole Artwork. Hier das Kingdom Artwork. Der ist jetzt top in jeder Hinsicht. So musste der Karton aussehen, weil ich möchte die schon, wenn ich jetzt sammle, müssen die auch natürlich wunderbar aussehen und toll einfach sein. So, na, komm hin. Na, kommen wir auch da oben drauf. Da sieht er auch gut aus. So, der Schlechte, der kommt da gar nicht. Und dann habe ich noch einen meiner Lieblingscharaktere. Der musste auch sein. Galvatron. Galvatron zählt mit zu meinen absoluten Lieblingen. Kann man hier schön sehen, sein Konterfei, absolut klasse. Hier auch das Artwork ist hammergeil. Hier auch das Kingdom Artwork. Hier könnt ihr auch sehen, er verwandelt sich. Er trägt die Matrix der Führerschaft der Autobots an der Kette um Hals. Das ist wirklich wie aus dem Movie, Transformers the Movie, dem 86er Film. Einfach großartig. Der sieht so akkurat nach dem damaligen Charakter aus, dass er echt begeistert. Der damalige, ich habe ihn auch von der Original G1-Figur. Ist gut. Gut, ich glaube, mir fehlt die Waffe dazu. Ähnlich wie jetzt bei dem G2 Dinobot muss ich mir nochmal die Waffe irgendwie besorgen, damit der vollständig ist. Aber ja, einfach großartig. Das ist ein Must-Have für mich gewesen. Da konnte ich nicht widerstehen. Und ja, da fallen mir einfach keine Worte mehr ein. Einfach nur genial. Das ist meine Kindheit, dieser Charakter. Ich war so gefesselt, als das zum ersten Mal im Cartoon zu sehen war. Dabei muss ich sagen, ich habe die englischen Cartoons gesehen auf Sky Channel und die haben von der zweiten Staffel gleich in die dritte gewechselt. Diesen Movie dazwischen kannte ich nicht. Den gab es zudem nicht im TV zu sehen, weil der wohl in England gerade im Kino lief. In Deutschland lief das ja nicht. Wir haben zwar die englischen Sender empfangen, aber der Movie war halt nicht zu sehen. Den habe ich auch Jahre später erst gesehen. So, und dann fing ja eben halt diese große, fünfteilige Epos-Einleitungsfigur-Folge an, Five Faces of Darkness. Ich war völlig geflasht, aber was war passiert? Warum war Optimus Prime plötzlich tot? Und Megatron, ja, der war verschwunden, der hieß dann plötzlich, der kam neu, aber wie gesagt, Megatron wurde neu geformt in Galvatron, absolut großartig. Und die Figur, die hatte so eine Faszination, so eine Wahnsinn. Einfach Charisma, er zusammen mit Cyclonus, den habe ich euch ja auch schon gezeigt, habe ich inzwischen auch. Scourge gibt es auch als Moviefigur, ist aber bei mir leider noch nicht eingetrudelt. Die drei zusammen, das ist so absolut genial. Das, was für ein Set. So, ich habe noch eine Sache jetzt übrig und das ist noch verpackt. Das ist, kam gerade eben mit der Post und dann habe ich mir gedacht, komm, das ist die beste Gelegenheit, ein Pickup-Video aufzunehmen. Ja. Das ist hier. Ich habe keine Ahnung, wie es wirklich aussieht. Ich habe das bei Kleinanzeigen gekauft. Das ist ein Stück meiner Kindheit. Das hat mit Transformers zu tun und auf eine Art nicht.
Mehr verrate ich noch nicht, das zeige ich euch dann, wenn ich das hier wirklich selbst in den Händen halte. Wir machen dieses Päckchen auf. So. Na. Vorsichtig, man will ja nichts kaputt machen. Ich hoffe auch, dass ich nicht verwechsel, dass es nicht ein anderes Paket ist. Aber wenn, hätte es auch mit Transformers zu tun. Aber nein, das ist genau das, was ich erwartet habe. So cool. So. Schön in Folie verpackt. Ihr werdet das nicht erkennen, weil viele werden diese Transformers-Figur, Nicht-Figur, nicht erkennen. Ja, wie kann ich das erklären? Nee, das sind die Anfänge. Das ist eine Figur von 1984. Von 84, beziehungsweise in Japan ist sie noch eher erschienen. So, ich habe jetzt das Ganze. Und das ist Multiforce 14 von Diaclone. Diaclone? Ja, Diaclone ist einer der originalen Namen von Hasbro, nicht von Hasbro, von Takara, die Transformers-Figuren rausgebracht haben. Das Original. Es gab noch die Micom und Microchange-Serie. Und in Europa wurden beide Serien zusammengefasst. Und als Diaclone wurden ausgewählte Figuren veröffentlicht. Es gab nicht so viele, aber einige, und die viele kennen wir mit Transformers verbunden. Das ist jetzt ein geniales Artwork. Wie gesagt, Multiforce 14, der Karton ist im Okay-Zustand. Hat mich auch ein bisschen was gekostet. Er ist jetzt beschädigt, aber findet mal sowas von 1984. Traumhaft. Comic-Heft liegt bei, steht sogar drauf. Auf der Rückseite ist leider eingerissen, aber ihr seht, das ist Multiforce 14. Da könnt ihr sehen, so sieht die Figur aus. Bis auf 14 Teilen verwandelt sie sich. Und hier könnt ihr sehen, das waren ein paar der Diaclone-Figuren, die rausgekommen sind. Da seht ihr Starscream, Reflektor, das ist der Fotoapparat, die drei Transformer. Die Pistole, das ist nicht Megatron, das ist Browning. Dieser Charakter kam jetzt, lasst mich nicht das Falsche, ich müsste in Master Force gewesen sein, wo der als Charakter vorkam erst. Also das in den japanischen Fortsetzungsgeschichten von Transformers. Aber absolut klasse. Und wie gesagt, so einen in Karton zu finden, er hat natürlich seine Dellen und er ist hier auch eingerissen. Da kommt eine sehr schöne Sammlerschutzhülle rum. Sehen, das ist natürlich Gebrauch. Aber wie gesagt, 1984 müsste dort stehen eigentlich. Made in Macau bei Takara. Nee, Datum steht sogar gar nicht drauf. Aber einfach klasse. Soll vollständig sein. Ich bin mal gespannt. Sogar mit Styroporkasten. Da wollen wir mal vorsichtig aufmachen. Hier ist leider die Lasche weggeschnitten oder da fehlt die Lasche. Und wie gesagt, Perfektion ist was anderes. Das ist Gänsehaut. Solch Klassiker. So, das schöne Artwork. Stellen wir mal hier hin. Ich muss es noch reinigen, aber das ist das einfach. Aufkleber sind drauf. So sieht's aus. Schön alle eingepackt. Alle 14 Teile. Hier in einer kleinen Tüte. So. Prospekt auch noch. Die behalten wir gleich auf, aber den mache ich gerade. Den möchte ich so nicht haben. Die Tüte wird noch umgepackt. Hier ist das Zubehör. Kleine Raketen, wo ich ein paar Teile sehe, die ich gar nicht weiß, ob die überhaupt dazugehörten. Das muss ich noch mal rausfinden. Da sind Teile drin, das muss ich gleich auch machen. Da ist ein Teil bei, was ich echt nicht erwartet habe gerade. Da hat einer seine Kindheit zusammengepackt an allen möglichen Projektilen, was er hatte. Das ist echt interessant. Wahnsinn. Da sind nämlich ein paar Sachen dabei. Also hier seht ihr die Projektile, aber das ist eine kleine Pistole. Ich glaube, diese Leuchten gehören dazu. Diese Pistole gehört überhaupt nicht zu dieser Figur. Das ist von Captain Future. Das ist die Pistole, glaube ich, von Captain Future. Ja, ob das dazu gehört, ich glaube ja. Oder umgekehrt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Doch.
Seht ihr das? Das ist die Pistole von Captain Future, von einer Figur von 1980. Wahnsinn! Das ist Müll jetzt. So, zu dem gehören auf jeden Fall, und hier ist aber nur einer dabei, dieser Torpedo. Weil der hat hier zwei Kanonen. Hier ist so eine Kanone. Und das ist die, die er abschießt. Aber da habe ich noch eine, denn bevor ich jetzt hier nochmal weitergehe mit den Torpedos, da ist noch was dabei, ist das auch geil. Ich zeige euch mal Multiforce. Ich habe ihn bereits, ich hatte ihn in meiner Kindheit, aber nicht ganz so vollständig, weil ich ihn auch nur vom Freund getauscht habe. Das ist Multiforce 14. Übrigens eine Figur, die auch geplant war in der TV-Serie von Transformers, aber passte denen dann doch nicht ins Konzept. Und für diese Kanonen, die hier sind, das ist das eine Torpedo gewesen. Wahnsinn! Die muss ich mir natürlich hier hinstellen, das muss man sehen. So, hier sind noch andere Projektile. Ich habe jetzt verschiedene. Ich muss wirklich gucken, weil mehrere von denen. Ich muss auch auseinander nehmen, wo die hingehören. Hier ist noch so ein kleines Teil, das ist aber mehr so kaputt, sieht das aus. Hier noch so drei verschiedene Projektile, wo ich auch echt gucken muss, wozu die gehören, weil die gehören nicht hierzu. Und dieses Projektil. Das ist ein Protonentorpedo von Captain Future. Von der Future Comet. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Völlig überrascht. Wahnsinn. Echt. So, und jetzt wollen wir natürlich noch dieses Prospekt angucken, ob es vollständig ist. Nee, da fehlt die Hälfte. Der ist leider nicht vollständig, der Prospekt. Und Kampf um Diaclona City. Ist auf jeden Fall derselbe Katalog, den ich auch mal hatte. Das heißt, somit habe ich ihn, aber es ist leider nur ein Teil. Hier könnt ihr sehen, Artwork und was es für Figuren gab. Hier seht ihr auch eine ganze Menge. Jetzt stelle ich euch nochmal in einem Einzelvideo vor. Das ist bereits schon mal gemacht worden, aber das wird zu einem anderen Zeitpunkt nochmal veröffentlicht. Auch für Figuren, die ihr bei Transformers kennt, die waren ein bisschen eher zu sehen. Aber das ist Thema für ein anderes Video. Davon oder da werde ich nochmal ein anderes Mal drauf zugehen. Ja, das waren meine Pickups. So, und jetzt ein kleines Update zu dem überraschenden Zubehör von Multiforce 14. Hier ist ein Foto von den ganzen Projektilen, die zusätzlich dabei waren. Ich war sehr überrascht darüber, denn es ist wirklich Zeug aus den 80ern. Bis auf das gelbe Projektil, wovon ich 5 Projektile habe, das habe ich noch nicht identifizieren können. Kann ich aber die anderen zuordnen und ihr werdet nicht glauben, ich war mega überrascht. So, von links oben fange ich an. Dieses kleine rote, das ist ein Torpedo von dem Lotus Esprit von Gorgi Toys und zwar von dem James Bond Auto aus Der Spion, der mich liebte. Hätte ich nicht gedacht. Auch ganz, ganz selten zu finden. Es gibt natürlich Replikas, aber das ist ein Original. Darunter mit diesem fast durchsichtigen Projektil, ein Ersatz dabei in der Pistole. Das kommt vom Captain Future von 1980. Das ist der Metall-Captain Future, der so einen blauen Brustpanzer hatte. Habe ich selbst die Figur leider nicht, aber die Waffe, ja, ist ein Anfang für eine Sammlung. Dann kommt dieses durchsichtige Projektil, eine von 4, also insgesamt hatte die Komet, Captain Future Komet, von der stammt das, von der kleinen Metall-Komet. Da gab es 4 von diesen kleinen Projektilen. In der ersten Auflage, die zweite Auflage, hatte lange Projektile, weil diese kleinen zu gefährlich waren für die Kinder. Deswegen hatte man das verändert. Aber dieses kleine sieht auch dann, oder wenn man es benutzt, in der Komet sehr viel originaler aus. Mir fehlen noch 3 davon, dann habe ich auch meine Komet wieder vollständig. Wahnsinn. Darunter, was wirklich aussieht wie ein kleines Torpedo, stammt auch von Captain Future. Und zwar vom Professor Simon Wright. Das gab so auch so ein Metall. Simon Wright, ja, der konnte was abschießen und da gehörte das zu. Rechts daneben, diese anderen Projektile, die 3 roten, gehören dem Metall-Greg von Captain Future. Auch von 1980. Absolut selten. Wahnsinn, dass die dabei waren. Ich bin völlig baff gewesen. So, ein kurzes Zwischenspiel. Ich habe Post bekommen und ja, mit Transformers sollten es sein. Und die will ich euch zeigen. Gut verpackt. Ich muss natürlich vorsichtig aufschneiden. Hier lässt sich zum Glück gut einreißen. So, das war ein kleiner eBay-Verkauf. Kleinerzeinkauf. Wie man das doch heutzutage sagt. Ich habe
für diesen Lot. Das ist jetzt nicht alles vollständig und so. 15 Euro bezahlt. Die Anzeige sagte 15 Euro. Und ich fragte dann, ja, wie viel mit denn mit Versand? Weil mir hier eine Figur aufgefallen war, die echt interessant war. Jo, dann sagte, hieß es, ja, weil sie ja nicht ganz vollständig sind, inklusive des Versand. Okay, sag ich nicht, nein, 15 Euro, war ein fairer Deal. Und warum nicht? Also hier seht ihr, gut verpackt. In so einem Erdbeerkarton. Mit Styropor drum. Wahnsinn, das ist ja echt klasse. Also, da kann man echt nichts sagen. Das ist gut, hier auch nochmal komplett verpackt. Klar, da sind die reingestopft wahrscheinlich. Vielleicht nochmal ein bisschen umwickelt, ich weiß es nicht. Auch noch Styropor drin und oh, alles einzeln eingepackt, Wahnsinn. In so ein Tüchern, ich nehme die einfach mal alle raus. Ich habe Lust, jetzt das Styroporzeug so sehr zu verteilen. Okay, das. Ich sehe schon, auf der Brust bleibt mir hier das Styropor hängen. Aber großartig verpackt. Also, das wünscht man sich. Die meisten sind doch sehr einfach, aber das ist echt großartig. Die ganzen Fussel, ich hasse das. Eigentlich macht keinen Spaß. Gut, muss ich gleich hier saugen. Ist egal. So, alles schön eingepackt. Oh, Fussel, egal. So, was haben wir hier? Das kleinste. Ja, es ist kaputt. Ein Firefly Aerial Bud. Ja, darum ging es mir auch gar nicht. Vorne die Spitze ist in Ordnung. Arme funktionieren, man könnte es als Ersatzteillager nehmen. Die Beine funktionieren auch noch, aber eben halt Flügel abgebrochen, Heck fehlt. Darum soll es mir nicht gegangen sein, aber schön. So, hier noch was Zweites. Genau, der ist heil. Von Bloodgedon, dem Pretender. Das Inlay, aber auch natürlich ohne Waffe und alles. Aber darum ging es mir auch nicht. Den habe ich auch so in der Form schon. So. Die Figur ist auch nicht vollständig, aber ich habe sie noch nicht. Jetzt bleibt mir das Klippel. Das Ganze, das stört einen doch irgendwo. Diese Fussel vom Styropor, so schön es immer ist, aber es stört einen doch irgendwo. So, hier ist eine nächste Figur. Gut verpackt, ihr seht. So, der Target Master, der fehlte mir auch noch. Kannst du jetzt Panzer verwandeln. Hier fehlt natürlich die große Kanone obendrauf. Die Drehkanone und die Target Master fehlen. Und ich sehe auch hier schon also ein bisschen was abgegrimmelt und kaputt. Wie gesagt, ist nicht schlimm. Ist für mich erstmal zum Hinstellen. Aber der wird natürlich irgendwann nochmal ausgetauscht. Aber um den ging es mir auch nicht. Mir ging es um das, was hier drin ist. Denn das hat meine Neugierde geweckt. Da kommt es. Ist nicht ganz heil. Sehe ich hier auch, ein Rad ist abgebrochen und hier ist die Ecke ab. Aber es war so besonders, dass ich mir gesagt habe, ich muss es einfach haben. Ein Headmaster. Der Headmaster Sirin, aber der bei uns rausgekommen ist, da steht hier Emergency und er ist grau. Und der graue ist eben halt ein, ja, wie soll man sagen, ein Feuerwehrauto in dem Sinne. Das ist jetzt hier ein Polizeiauto. Und das war nur in Japan erschienen. So, wollen wir mal gucken. Gut, Headmaster ist leider nicht drin. Kann man auch nichts sagen. Ist natürlich beschädigt. Wann lässt er sich noch? Ja, hier oben ist auch eingebrochen, wo der Headmaster kommen würde. Hier, der Headmaster. Aber ich habe diese Art, das ist der japanische wohl, noch nicht gesehen und fand ich so interessant, dass ich das einfach haben musste. Ist natürlich jetzt wirklich, ja, als Sammelstück oder erstmal als zum Hinstellen gedacht, ist beschädigt, will ich auch gar nichts anderes sagen. Hat eine Abnutzung hier, wie gesagt, gebrochen. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen kann. Rad ist richtig rausgerissen. Ja. Was soll ich dazu sagen? Aber diese Art habe ich noch nicht gesehen. Hier oben, oh, die Stange
Ist locker. Aber er war so besonders, dass ich mir ihn unbedingt angucken wollte. Und für 15 Euro sage ich, okay, musste ich mal haben. Ist ein Ausnahmefall, war aber interessant. Das waren meine Pickups. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald.